Aperture Laboratories. Wetley Laboratories. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Zwei also. Uns läuft die Zeit davon. Wieso, welche Zeit? Wir könnten vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay. Überraschung! Was? Sofort. Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotisch und undurchführbar. What the fuck ist passiert? Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Na gut. Was ist der Teil, in dem er uns tötet? Wow. Hallo. Hi. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Ja. Du weißt ja, gut Ding will Weile haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Ja, ja. Was? Konversionsgel, das tropft dort auf den... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschinal. Was? Okay, sorry. Ich war gerade so ruhig. Ja. Ich habe alles richtig gemacht sofort. Das war gar nicht erwartet. Ich wollte ihn eigentlich noch ausreden lassen. Weil ich glaube, er hat noch was gesagt. Oder er hätte noch was gesagt. Okay. So. Das kennen wir schon. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele Spitzen. Ich lasse ihn mal ausreden, um zu gucken, was er noch so sagt. Der Wetley. Das ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Mhm. Aber du weißt ja, gut Ding will Weile haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Warte, wie wär's mit dem Konversionsgel? Was? Konversionsgel, das tropft dort aus dem Rohr. Nee, glaube ich nicht. Da irrst du dich. Ja, mit dessen Hilfe können wir hier raus. Haha. Geht das auch ein bisschen genauer? Dann finden wir dich und reißen deinen widerlichen Kugelkörper aus meinem Körper und setzen mich wieder hinein. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wow. Jetzt laufen wir, würde ich sagen. Laufen. Komm zurück. Laufen. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Nein. Ich laufe mal weiter. Ach, ich denke an die gute. Ich finde, das ist besser. Also keine Kammer mehr. Einfach laufen. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, ja, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Weg. Oh. Wohin? Okay, auf jeden Fall kann ich auf die Dinger Portale berettern. Nur wohin jetzt? Ich sehe hier nichts. Ah, da. Nee, doch nicht. Da komme ich her. Ja, das bringt mir nichts. Wieder nach oben gehen, aber bringen wir das was? Vielleicht sollte ich gar nicht runter. Ah, Moment, jetzt habe ich da unten ein Portal. Und wo noch? Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte mich hier irgendwo hinschleudern. Was sieht, glaube ich, nicht, ne? Nee. Sieht nicht so gut aus. Hä?
wieder in so einer Zirkulier oder was? Was ist da hinten? Oder wie komme ich da hin? Nein, 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 nein! So. Gucken wir uns das nochmal genauer an, was hier unten los ist. Wir können da hinten nicht. Richtig, richtig. So, das hätten wir schon mal geklärt. Schade. Vielleicht, wenn wir nichts machen. Ach, da ist ja noch eins. Idiot. Wieso sehe ich das denn nicht? Ah, so, jetzt klappt's. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. So, jetzt aber. Du bist da schon Feind. Wow! Schön, mögen die Spiele beginnen. Okay, so komme ich nicht hin. Gehen wir mal von hier aus. Nee. Komme ich jetzt darüber? Muss ich jetzt so darüber springen oder was? Also so in der Art. Nee. Das sicherlich nicht. Ich bin leider gestorben. Blöd, blöd, blöd. Oh, hier sitzt. Komme ich von einer Zwickmühle in die andere? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, jetzt geht schneller. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Na! Ja, du kleine Idee, ich hab Glück. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Wow, wow, wow. Leck, 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 leck. Weshalb auch immer. Hä, wieso komme ich da nicht hoch? Das regt mich nämlich auf. Ach. Viel einfacher. Schön, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Wäre ja sonst viel zu einfach. So, Ladebildschirm. Endlich. Puh. Es wird jetzt heikel. Heikel, heikel. Aber ich würde mal sagen, wir nähern uns dem Ende. Wenn es schon so extrem wird hier. Wir müssen ihm nur noch den Kopf ausreißen und die Kontrolle einsetzen. Wow, 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 wow. Whitley, du hast ja einiges zerstört. Da oben ist die Klappe aufgegangen. Ah, da, okay. Ha, Todesfalle. What the f... Ah ja, stimmt. Die sind ja kaputt, ne? Bringen sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Was ist das denn? Der ist ja noch gar nicht ausgepackt. Sie bringen dich in aller Stille um. Vermutlich. Würde ich mir so denken. Wir haben sie kaputt gemacht. Ha, 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 ha. Und das war noch mit Whitley. Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Jep, jep. Was du nicht wenn hörst, meinst du? Wenn du liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen? Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Eins, zwei. Eins, ich zwei. Ich würde dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des Zivilisierten. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Schade. Unschlagbar, glaube ich. Achso, warte. So geht was? Dann einfach hier. Wo sind die anderen Türme? Da. Gut.
Alles klar. Es kann weitergehen. Nur wohin? Ich glaube hier nicht. Ich glaube, hier sollte auch da rein. Nur wie? Nur wie? Zurück komme ich nicht mehr, wie es aussieht. Gibt es hier nicht irgendwo so eine Portalwand? Moment. Moment, Moment, Moment. Ich kann doch bestimmt so und so machen. So. Perfekt. Oh, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Danke. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Oh. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Okay, Intellekt. Holmes gegen Moriarty.